In den wenigen Jahren, die seit der Beendigung des Ersten Weltkrieges vergangen waren, hatten die Luftstreitkräfte immer mehr an Bedeutung gewonnen. Der Zweite Weltkrieg wurde bereits durch das Flugzeug entschieden. Die Luftherrschaft war für alle Kriegsschauplätze ausschlaggebend. Die Zerstörungskraft der neuen Waffe war von ungeheurer Wirkung. Um die Schlagkraft von Kampfflugzeugen weiter erhöhen zu können, mussten nun völlig neue Typen konstruiert werden. Am Ende des Zweiten Weltkrieges erbeuteten die Amerikaner große Teile der deutschen Flugzeugrüstung. Hierzu gehörte auch der Bau und die Entwicklung von Düsenflugzeugen. Diese den Amerikanern weit vorauseilende Technik wurde nun von ihnen als Grundlage für den Aus- und Weiterbau der Strahltriebwerke unter Einbeziehung zahlreicher deutscher Flugzeugkonstrukteure genutzt. Das Düsenflugzeug und seine Einsatzmöglichkeiten wurden nun immer mehr perfektioniert. Die Maschinen wurden immer schneller und ihre Kampfkraft immer effektiver und damit vernichtender.
Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges im Jahre 1945 begann ein neues technologisches Zeitalter. Die Forscher des Dritten Reiches hatten sich intensiv mit der Strahlentriebwerktechnik und den ballistischen Flugkörpern auseinandergesetzt. Mit den V-Waffen war ihnen in der Raketentechnik ein bahnbrechender Durchbruch gelungen. Mit der Entwicklung zahlreicher Düsenflugzeuge enteilten sie allen Konkurrenten. Dieses Wissen fiel bei Kriegsende in die Hände der Sieger. Maßgeblich aufbauend auf die großen Mengen deutscher Beuteunterlagen aus dem Forschungszentrum Peenemünde und anderer geheimer Orte, entwickelten und erforschten die Amerikaner unter massiver Mithilfe deutscher Konstrukteure wie Werner von Braun und anderen die geheimen Projekte des Dritten Reiches. Um nur einigermaßen eine Vorstellung von der Dimension dieses Materials zu erhalten, muss man die Aussage eines Offiziers der Operation Paperclip, dies war die US-Spezialeinheit für das Auffinden geheimer deutscher Pläne, zitieren. Als unsere Konstrukteure die Fülle des zusammengetragenen fantastischen Materials durchkämmten, wurden sie sauer, denn die Deutschen hatten ihnen nichts mehr übrig gelassen, was sie noch hätten erfinden können. In der Rakete hatte das Deutsche Reich die große Hoffnung auf die stärkste Waffe jener Zeit. Die ballistischen Flugkörper sind deshalb ein direktes Erbe der deutschen Kriegsforschungen. Die Geheimwaffen waren keine Propaganda. Sie existierten wirklich. Sie waren nur noch nicht serienreif geworden. Alle Entwicklungen der Neuzeit sind von diesen Basiserkenntnissen maßgeblich beeinflusst. März 1926. Dr. Robert Goddard, ein Physikprofessor an der Clark-Universität, beendet seine Vorbereitungen für den Start seiner ersten Flüssigtreibstoffrakete. Goddard zündete seine rund 3 Meter hohe Rakete mit einer Fackel. Sie steigt auch tatsächlich rund 12 Meter auf, bevor sie auf einen etwa 60 Meter entfernten Schuppen stürzt und diesen in Brand setzt. Die herbeieilende Feuerwehr beendet abrupt das Experiment des Physikprofessors. Aber für Goddard war dies der Anfang seiner Forschungen. 4 Jahre später erhielt Goddard finanzielle Zuwendungen von einem Harry Guggenheim. Am 26. März 1937 zündete er dann seine zweite 45 Kilo schwere und 4,80 Meter hohe Versuchsrakete. Sie stieg bereits bis zu einer Höhe von 274 Metern. Der Kreiselkompass wurde bereits 1929 in Deutschland erfunden. Goddard griff diese Entwicklung für seine Projekte auf. Er konstruierte außerdem automatische Fallschirme und ein Steuersystem für Raketen. Alles ließ Goddard patentieren. Welche Beweggründe er wirklich hatte, liegt ebenso im Dunkeln wie die Motive des Geldgebers Guggenheim. Festzustellen bleibt, dass Goddards Entwürfe auf dem Gebiet der Raketenforschung bedeutungslos waren. Während seine Rakete 1937 nur 274 Meter Höhe erreichte, flog bereits 5 Jahre vorher, 1932, eine deutsche Rakete 4000 Meter hoch. Später wurde dann interessanterweise nicht eine Goddard, sondern eine Guggenheim-Stiftung gegründet. Im Jahre 1960, 15 Jahre nach dem Tod Goddards, musste dann die Regierung der USA 1 Million Dollar an die Guggenheim-Stiftung bezahlen, um die Patente Goddards auswerten zu dürfen. Der entscheidende Begründer der Raketenentwicklung und Weltraumerforschung war der aus Siebenbürgen stammende Gymnasialprofessor Hermann Obert. Sein Assistent Werner von Braun sollte neben ihm zur zweiten Autorität auf diesem Gebiet heranreifen. Schon 1923 hatte Professor Obert Pläne und exakte Berechnungen zum Bau von Weltraumraketen vorgelegt. In den 20er und frühen 30er Jahren mussten die Forscher noch mit recht bescheidenen Mitteln auskommen. Im Jahr 1931 stand dann in Berlin-Tegel bereits der erste komplett eingerichtete Raketenflugplatz der Welt zur Verfügung.
Von nun an konnte eine systematische Forschungsarbeit betrieben werden. Ab 1932 dürfen auf dem Artillerieversuchsschießplatz Kummersdorf Raketenabschüsse durchgeführt werden. Im März desselben Jahres wird dann erstmals die Mirag 3 gezündet. Die Rakete erreicht unglaubliche 4000 Meter und verbraucht dabei nur 3 Liter Treibstoff. Die gesamte Entwicklung wird ab nun als streng geheim eingestuft. Zwischen 1932 und 1936 formierte sich unter der Federführung von Walter Dornberger, Professor Dr. Dr. Karl Becker, den Diplom-Ingenieuren Walter Riedl und Arthur Rudolf und Heinrich Grünow sowie dem jungen Werner von Braun ein 77 Mann starkes Team von Mitarbeitern. Im April 1936 begann dann der Aufbau eines großen Forschungszentrums in Peenemünde. Nun beginnt eine technologische Revolution ohnegleichen. Neben der Flugleitbombe V1 entsteht die erste ballistische Mittelstreckenrakete der Welt, die V2. Diese Entwicklung gipfelte in der zweistufigen A10, der ersten Interkontinentalrakete der Geschichte. Mit einer Geschwindigkeit von 1200 Kilometern sollte sie in 24.000 Meter Höhe fliegend weit entfernte Ziele wie die USA erreichen. Am 15. Juni 1944 begannen die ersten massierten V1-Angriffe gegen England. Am 7. und 8. September desselben Jahres starteten die ersten V2 gegen Paris und London. Die Briten konnten nun hautnah nachempfinden, wie es der deutschen Zivilbevölkerung in den letzten Jahren ergangen war. Der Einsatz der Raketen kam aber viel zu spät, um die Kriegslage noch zugunsten Deutschlands beeinflussen zu können.
dringen die ersten Aufnahmen von V2 auf ihrem Flug nach England. Sie wurden aus Gründen der Geheimhaltung aus größerer Entfernung gemacht und geben nur einen schwachen Begriff vom wirklichen Größenverhältnis der V2. In rasender Geschwindigkeit steigt der schlanke Stahlleib in die Stratosphäre. Insgesamt 127 deutsche Spitzenforscher werden nach Kriegsende als Beutegut der Sieger in die USA gebracht. Dort sollen sie nun weitere Tests mit V2-Raketen in El Paso, Texas machen. Die Amerikaner erkennen aber zunächst nicht den Wert ballistischer Raketen und halten weiter an der Strategie ihrer Bomberflotten fest. Stattdessen entwickelt die Firma Bell auf der Basis der deutschen Konstruktionen ein raketengetriebenes Flugzeug, die Bell X-1. Nur mit einer solchen Konstruktion sah man die Möglichkeit, Schallgeschwindigkeit überhaupt erreichen zu können. Zu dieser Zeit glaubte man noch, dass jenseits der Schallmauer kein menschliches Leben möglich sein würde. Eine Vielzahl von Unfällen schien dies zu unterstreichen. Slick Goodlin, ein Testpilot, hatte mit der X-1 bereits Mach 0,8 und 0,9 erreicht. Nun sollte er die Schallmauer durchbrechen. Hierfür verlangte Goodlin plötzlich $150.000. Als die Zahlung abgelehnt wurde, kniff er vor der historischen Herausforderung. Am 14. Oktober 1947 wird eine B-29 Super Fortress klargemacht, um die X-1 in ihrem Bombenschacht aufzunehmen und in die notwendige Starthöhe von 9.150 Meter zu transportieren. Am 14. Oktober 1947 gelingt Captain Chuck Yeager der erste bemannte Überschallflug mit einem Flugzeug. Er erreichte Mach 1,05 und läutete damit ein neues Zeitalter der Hochgeschwindigkeitsflüge ein. Bis zum Jahr 1953 gelang es in weiteren Testflügen mit immer besseren Flugzeugen sogar Mach 3, dreifache Schallgeschwindigkeit, zu erreichen. Das Team von Werner von Braun hatte mittlerweile neue Raketensysteme entwickelt. Eine Genehmigung für einen Satellitenstart erhielten sie trotzdem nicht. 4. Oktober 1957. Die Sowjets starten den ersten Satelliten Sputnik 1 in eine feste Umlaufbahn. Bei Kriegsende 1945 verschleppten sie eine erhebliche Anzahl deutscher Ingenieure. Unter deren erzwungener Mitarbeit und durch die Auswertung deutscher Konstruktionspläne hatten auch sie sich Teile der deutschen Forschungen angeeignet. Die USA waren über das Erscheinen des Sputnik sichtlich geschockt. Die amerikanische Öffentlichkeit fühlte sich in ihrem Pioniergeistdenken aufs Schwerste beleidigt und reagierte dementsprechend überzogen. Der Sputnik-Start war deshalb vor allem ein propagandistischer Erfolg. Durch das jahrelange Desinteresse der Amerikaner an der Raumfahrt hatten sich die Sowjets einen relativen Vorsprung verschaffen können. Da ihnen im Gegensatz zu den USA aber die hochqualifizierten Wissenschaftler fehlten, sie hatten nur Befehlsempfänger der kommunistischen Führungsriege, war ihr vermeintlicher Vorsprung nur von kurzer Dauer. Nur zwei Wochen später starteten die Sowjets bereits Sputnik 2. Der Satellit hatte als Besatzung einen Hund an Bord. Nachdem er 2370 Mal die Erde umkreist hatte, verglühte Sputnik 2 beim Eintritt in die Atmosphäre. Die Russen waren damit zu einem ernsthaften Konkurrenten in der Erforschung des Weltraumes für die Amerikaner geworden. Dass sie in absehbarer Zeit einen bemannten Raumflug durchführen würden, war klar.
6. Dezember 1957. Die USA stehen vor ihrem ersten Satellitenstart. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit spielt sich eine Katastrophe ab. Die Vanguard-Rakete steigt nur 1,20 Meter hoch, explodiert und verschwindet in einem riesigen Feuerball. Der missglückte Raketenstart fügte dem Image der USA einen schweren Schaden zu. Die Sowjets galten nun erst recht als die Nummer 1 in der Raumfahrt. Die Amerikaner, angetrieben von ihrem Ehrgeiz, wollten die Schmach nicht auf sich sitzen lassen und arbeiteten von nun an fieberhaft an neuen Projekten. Dezember 1958. Am 55. Jahrestag des Fluges der Gebrüder Wright kündigte Präsident Eisenhower das Projekt Mercury an. Dieses Unternehmen sah einen bemannten Raumflug vor. Von 508 Kandidaten kommen zunächst 35 in die engere Auswahl. Schließlich bleiben 7 übrig. Es handelte sich ausschließlich um Testpiloten der Air Force. Sie alle mussten unter 1,60 Meter Körpergröße sein, jünger als 40 Jahre und über einen Hochschulabschluss verfügen. Dick Slayton, Gordon Cooper, Alan Shepard, Gus Grissom, Wally Schirra, John Glenn und Scott Carpenter stellten das erste Astronautenteam der NASA. Die Testpiloten der X-Flugzeuge sind vom Astronautenteam nicht überzeugt. Nach ihren Vorstellungen handelte es sich um Passagiere, die in einer ferngesteuerten Kapsel sitzen und nicht um Piloten, die eine Flugmaschine steuern und beeinflussen. Die Wissenschaftler der NASA sahen dies ebenso. Sie wollten deshalb zuerst einen Schimpansen in den Weltraum schicken. 1959 starten die Sowjets die ersten 3 Forschungssonden der Luna-Serie zum Mond. Luna 1 verfehlt sein Ziel und fliegt zu weit am Mond vorbei. Luna 2 stürzt auf den Mond ab. Luna 3 schließlich schickt die ersten Fotos von der dunklen Seite des Mondes zur Erde. 7. November 1960. Die Weltpresse wird zum Teststart der ersten Mercury-Kapsel nach Cape Canaveral eingeladen. Die Rakete des Typs Redstone soll die unbemannte Kapsel in die Umlaufbahn bringen. Die Idee des Countdown ist ein Übrigbleibsel aus der deutschen Zeit. Wann immer er gezählt wird, erinnert er den Fachkundigen daran, dass die Wiege der Raumfahrt und damit der Grundstein für alle nachfolgenden Entwicklungen im Deutschland der 30er und 40er Jahre steht. Nach der Zündung der Rakete zeigen alle Instrumente im Kontrollraum einen planmäßigen Start bzw. Flug an. Trotzdem befindet sich die Rakete immer noch auf der Startrampe. Durch einen Einbaufehler eines Mechanikers erfolgte nicht die Zündung des Haupttriebwerkes. Nach einiger Zeit startete dann die Elektronik die planmäßige Wiedereintrittssequenz für die Kapsel und schoss den Landungsfallschirm ab, obwohl die Rakete immer noch am Boden stand. Die Amerikaner hatten sich erneut blamiert. Am 31. Januar 1961 erfolgte dann der erste erfolgreiche Mercury-Flug. An Bord der Kapsel befand sich ein 2 Jahre alter Schimpanse, der den Flug überlebt, da die Kapsel von der Navy geborgen wird. Am 12. April 1961 gelingt den Sowjets der erste bemannte Raumflug. Nach 108 Minuten im Weltraum landet Juri Gagarin sicher auf den Sandbänken der Wolga. Dieses Ereignis ist für die Russen ein großer Triumph. Gagarin wird wie ein Held gefeiert und herumgereicht.
Drei Wochen später, am 5. Mai, geht Alan Shepard an Bord der Mercury-Kapsel. Für die Amerikaner ist dieser erneute Versuch nach den Rückschlägen der Vergangenheit ein außerordentlich wichtiges Unternehmen. Alles wird peinlich genau vorbereitet. Man will um jeden Preis eine erneute Blamage verhindern. So verzögert sich der Start ein ums andere Mal. Immer wieder müssen technische Probleme gecheckt werden. Im Kontrollraum wird fieberhaft an den Startvorbereitungen gearbeitet. Diesmal darf nichts mehr schiefgehen. Bei aller Vorsicht hatte aber niemand daran gedacht, den Astronauten zu überwachen. Aufgrund der langen Wartezeit bekommt Shepard schließlich ein menschliches Problem. Am Morgen hatte er unvernünftigerweise 5 Tassen Kaffee getrunken. Zu viel für so eine lange Wartezeit. Nun musste er sich gezwungenermaßen auf Befehl der obersten Führung in den Raumanzug pinkeln. Um 9.34 Uhr wird die Redstone-Rakete endlich gezündet und abgeschossen. Shepard empfindet sich bei dem nur 15-minütigen Flug mehr als menschliches Geschoss à la Münchhausen, denn als Astronaut. Sein Flug brachte ihn in eine Höhe von 186 Kilometer. Die Amerikaner hatten es damit endlich geschafft, einen Menschen ins Weltall zu bringen. Von einem Gleichziehen mit den Sowjets konnte man aber noch lange nicht sprechen. Die Aufnahme der Kapsel erfolgt wieder aus dem Meer. Shepard wird, abgesehen von seinem vollen Raumanzug, unbeschadet geborgen. Die Aktion war ein erster, kleiner Schritt zur bemannten Raumfahrt durch die USA. Die allgemeine Begeisterung ausnutzend erklärt Präsident Kennedy am 25.05.1961: Ich denke, diese Nation sollte sich mit aller Hingabe dem Ziel widmen, einen Menschen auf dem Mond zu landen und ihn sicher zurückzubringen, noch bevor dieses Jahrzehnt zu Ende geht. Damit sagt er den Amerikanern genau das, was sie hören wollen. Das Mercury-Programm wurde nach einigen Flügen eingestellt. Man konzentrierte sich nun ganz auf einen Flug zum Mond. Um einen solchen aber überhaupt durchführen zu können, musste man sich zunächst über die Auswirkungen der Schwerelosigkeit im Klaren werden. Ebenso galt es, die noch unbekannten Folgen für den menschlichen Organismus zu erforschen. Die Sowjets hielten ihre Ergebnisse und Daten geheim. So mussten sich die Amerikaner alles selbst erarbeiten. Am 20. Februar 1962 stieg John Glenn in die Friendship 7-Kapsel. Sie wurde von einer Atlas-Rakete, dem größten interkontinentalen ballistischen Marschflugkörper der USA, in den Raum geschossen. Start und Flug verliefen zunächst planmäßig. John Glenn erleidete keinerlei Weltraumkrankheiten. Plötzlich meldete eine Flugüberwachungsstation, dass sich der Hitzeschild von der Kapsel zu lösen beginnt. Anfangs wird dem Astronauten nichts gesagt, aber dann wird die Flugdauer verkürzt und John Glenn informiert. Die Bodenkontrolle teilt ihm mit, dass er seine Rückführungsraketen vor dem Wiedereintritt in die Atmosphäre nicht abwerfen soll, da dies auch zum Verlust des Hitzeschildes führen könnte. Der Plan gelingt. Der Astronaut dringt in die Erdatmosphäre ein und übersteht glücklich die Landung. John Glenn wird, wie in solchen Fällen mittlerweile üblich, wie ein Held gefeiert und bejubelt. Diese Unternehmung war ein weiterer Baustein auf dem Weg zur Mondlandung. Parallel zum Mercury läuft das Gemini-Projekt. Dieses sieht vor, Astronautenteams auf eine Umlaufbahn zu bringen und ihnen dort den Ausstieg zu ermöglichen.
Ebenso werden neue Technologien zur Steuerung und zum Andocken von Raumschiffen entwickelt. Erneut sind die Sowjets der NASA um eine Nasenlänge voraus. Am 12. Oktober 1964 erfolgt ein 24-stündiger Orbitalflug mit drei Kosmonauten. Nur 5 Monate später, am 18. März 1965, verlässt Alexei Leonow als erster Mensch die Raumkapsel vom Typ Voskhod 2. Die NASA ist erst am 3. Juni soweit. Edward White, ein Gemini-Astronaut, verlässt als erster Amerikaner seine Kapsel und bewegt sich im Weltraum. Am 15. Dezember 1965 gelingt den Amerikanern ein weitaus wichtigerer Schritt. Die beiden Raumkapseln Gemini 6 und 7 treffen sich in der Umlaufbahn. Ein Flug bis zum Mond musste in Abschnitten erfolgen. Aus diesem Grund müssen die Raumfahrzeuge grundsätzlich an- und abdocken können. Nach dem 10. erfolgreichen Gemini-Flug der Amerikaner stellten die Sowjets ihr neuestes Raumschiff, die Soyuz, vor. Dieses Raumfahrzeug war keine einfache Kapsel mehr, sondern bestand aus mehreren Segmenten mit verschiedenen Räumen. Zur gleichen Zeit startete auch die NASA ein neues Raumfahrtprojekt mit der Bezeichnung Apollo. Eine Mondlandung erforderte aber noch mehr als nur tragfähige Raumschiffe. Man benötigte für den Hin- und Rückflug zahlreiche neue Technologien. Die Lebensfähigkeit der Astronauten musste gewährleistet sein. Für die lange Reise war es notwendig, entsprechende Lebensmittelvorräte und Treibstoffreserven mitzuführen. Das Mondfahrzeug musste aus 2 Stufen bestehen. Einmal ging es um den Transport zum Mond, und dann musste das Fahrzeug auch von dort wieder starten können. Da zu dieser Zeit niemand die Struktur der Mondoberfläche kannte, musste das Landemodul nach theoretischen Vorgaben gebaut werden. Das Material wurde umfangreichen Härtetests unterzogen. Hierfür diente die Wüste von Arizona als Testgelände. Die Ingenieure bei Grumman hatten erkannt, dass die Mondfähre nicht aerodynamisch sein musste. Das Fahrzeug würde ja nur in annähernd luftleerem Raum bei einem Sechstel der Erdanziehungskraft operieren müssen. Das Resultat war ein hässliches, krabbenähnliches Gebilde, das nicht schön anzusehen, aber effektiv war. Der Treibstoff war so hochentzündlich, dass ein Tropfen davon genügte, um selbst Schnee in Brand zu setzen. Alle diese Dinge stellten gewaltige Anforderungen an das technische Personal und die Laboratorien. Um sie ins All transportieren zu können, benötigte man eine gigantische Rakete mit einer enormen Leistungsfähigkeit. Werner von Braun nannte sie Saturn V. Diese 3-stufige Rakete ist bis in die aktuelle Gegenwart die größte und stärkste, die jemals gebaut wurde. Während die Triebwerke einer Redstone 30.844 Kilogramm Schubkraft lieferten, entwickelt bereits die erste Stufe der Saturn-Rakete 3.447.284 Kilogramm. Die Astronauten des Apollo-Teams kamen alle von den Mercury- und Gemini-Programmen. In Houston errichtete man nun ein neues Raumfahrtzentrum, das den gewachsenen Ansprüchen gerecht werden konnte und künftig Maßstäbe in der Raumfahrtgeschichte setzte. Am 27. Januar 1967 führten die Astronauten Ed White, Gus Grissom und Roger Chaffee einen Routinetest am Boden in der Apollo-Kapsel durch. Ein Defekt in der Sauerstoffversorgung löste plötzlich einen Brand aus. Alle Löschversuche waren vergeblich. Innerhalb von 2 Minuten verbrannten alle 3 im Inneren der Kapsel. Die 3 Astronauten waren die ersten Toten der bemannten Raumfahrt.
Auch die Sowjets blieben von Katastrophen nicht verschont. Am 26. April 1967 stürzte die Kapsel von Wladimir Komarow nach ihrem 15. Orbitflug beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre ab. Am 20. Dezember 1968 startete Apollo 8 mit den Astronauten Borman, Lovell und Anders. Ihr Auftrag war ein Testflug. Sie mussten erproben, ob sie mit dem Landemodul die Umlaufbahn des Mondes erreichen können. In der Bodenstation verfolgte man den Flug mit höchster Spannung. Als Apollo 8 seine Höchstgeschwindigkeit von 35.398 km erreicht hatte, verließ das Raumfahrzeug das Gravitationsfeld der Erde. Es benötigte für die 382.942 km von der Erde bis zum Mond insgesamt 3 Tage. Am 24. Dezember 1968 um 4 Uhr morgens erlosch die Ansicht der Erde auf den Monitoren in Houston. An ihre Stelle trat nun eine Mondansicht. Apollo 8 verschwand hinter dem Mond. Der Funkkontakt zur Mission Control riss erwartungsgemäß ab. Alle waren gespannt, ob das Raumschiff wieder hinter dem Mond hervorkommen würde. Pünktlich auf die Sekunde genau erschien Apollo 8 wieder auf den Schirmen. Erleichterung machte sich in der Bodenstation breit. Das Erste, was sie hörten, waren aus der Bibel lesende Astronauten. Am 16. Juli 1969 wurde Apollo 11 mit den Astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins ins All geschickt. Die zweite Stufe bringt das Modul Columbia und die Fähre Eagle auf ihren endgültigen Kurs zum Mond. In der Bodenkontrollstation in Houston ist man erleichtert. 3 Tage vorher, am 13. Juli, hatten die Sowjets eine unbemannte Sonde zum Mond gestartet. Von Houston aus erfolgte nun ein Anruf in Moskau. Man forderte die Sowjets auf, Auskünfte über die Flugbahn ihrer Sonde zu geben, damit eine mögliche Kollision von vornherein vermieden werden konnte. Überraschenderweise übermittelten die Sowjets ihre Daten per Kabeltelegramm. Im Kontrollraum sind alle führenden Köpfe der Raumfahrt versammelt. Auch Werner von Braun ist da, um den Flug zu beobachten. Nach der 13. Umkreisung des Mondes löst sich die Fähre von der Columbia. Armstrong und Aldrin werden nun auf dem Mond landen. In 914 Metern Höhe bemerkt Armstrong, dass der Krater, in dem sie landen sollen, mit Gesteinsbrocken übersät ist. Eine Landung an dieser Stelle würde die Fähre mit ziemlicher Sicherheit beschädigen. Er steuert daher das Fahrzeug manuell und setzt neben dem Krater auf.
Ein paar Minuten später funkt er zur Erde. Houston, hier ist die stille Basis. Der Adler ist gelandet. Den Amerikanern und Werner von Braun war mit der Mondlandung gelungen, was noch keiner vor ihnen schaffte. Den Rückstand gegenüber den Sowjets hatten sie in einen uneinholbaren Vorsprung verwandelt. Neil Armstrong betritt als erster Mensch den Mond. Dies ist ein historischer Moment in der Menschheitsgeschichte. Der Astronaut sagte: "Dies ist ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit." Die beiden Astronauten verbrachten einige Stunden auf dem Mond. Sie nahmen Gesteinsproben, errichteten eine Gedenktafel und hissten die US-Flagge. Die Landung von Apollo 11 verlief ohne Komplikationen. Alle drei kehrten sicher zur Erde zurück. Im Juli 1971 hinterlässt die Mannschaft von Apollo 15 auf dem Mond eine kleine Gedenktafel mit den Namen aller amerikanischen und sowjetischen Astronauten, die bei dem Wettlauf um die Mondlandung gestorben sind. 1972 erfolgte dann der letzte Flug der Amerikaner zum Mond. Die amerikanische und die sowjetische Raumfahrt konzentrierten sich nun auf andere Ziele. Es entstand die Weltraumstation Skylab der USA und das russische Gegenstück Salyut. Die NASA wollte ihre Raumstation auch für sowjetische Schiffe andockbar bauen. Diese lehnten jedoch in überheblicher Manier ab. So blieb es weiterhin bei getrennten Entwicklungen. Nur, die Zeichen der Zeit hatten sich grundlegend geändert. Die Sowjets hinkten nun bereits den Amerikanern hoffnungslos hinterher. Am 24. Mai 1972 unterschrieben der Generalsekretär der UdSSR Alexei Kosygin und der US-Präsident Nixon einen Vertrag für das gemeinsame Weltraumprojekt Apollo-Soyuz. Ziel dieser Vereinbarung war ein Andockmanöver zweier Raumkapseln. Die NASA musste dafür eine neue Andockschleuse konstruieren. Nach einem Studium der sowjetischen Soyuz-Kapsel kamen ihre Spezialisten zu der Feststellung, dass die UdSSR in der Entwicklung der Weltraumtechnik bereits 11 Jahre hinter der USA zurücklag. Die sowjetischen Kosmonauten verfügten nur über sehr primitive Steuerungsmittel für ihre Kapsel. Die NASA fürchtete, dass das geplante Andockmanöver aufgrund der veralteten Technik der Russen zur Katastrophe führen würde. Dieses an sich sinnlose und überflüssige Manöver hatte ausschließlich politische Hintergründe. Von einer Weiterentwicklung oder einem wichtigen Schritt in der Raumfahrt war hier nicht zu sprechen. Das Andocken zweier unterschiedlicher Kapseln, einer modernen und einer veralteten, hatte keinerlei Wert. Ein Scheitern dieses Projektes hätte die Öffentlichkeit aber auch als ein Scheitern einer amerikanisch-sowjetischen Zusammenarbeit interpretiert. Dies sollte und durfte nicht geschehen. Im Mai 1975 traf dann ein NASA-Team zwecks Terminabstimmung in Moskau ein. Damit waren die Würfel für dieses Projekt endgültig gefallen. Am 15. Juli 1975 um 8.20 Uhr startete Soyuz 19 von Baikonur in Zentralasien mit den Kosmonauten Alexei Leonov und Valeri Kubasov. Das Spektakel wurde von den Sowjets erstmals live im Fernsehen übertragen. Z.
Siebeneinhalb Stunden später, um 15.50 Uhr, startete Saturn 1b, um Soyuz 19 im All zu treffen. An Bord waren Dick Slayton, Vance Brandt und Tom Stafford. Am 17. Juli um 8.30 Uhr waren die beiden Raumfähren weniger als 800 Kilometer voneinander entfernt. 90 Minuten später entdeckte die Apollo-Fähre die Lichter der Soyuz. Dann, etwas später, kam von der Bodenstation in Houston die Mitteilung an die Apollo-Mannschaft. Moskau ist fertig zum Andocken. Houston ebenfalls fertig. Jetzt liegt es an euch, Leute. Viel Spaß. Das Andockmanöver der so unterschiedlichen Raumfahrzeuge klappt ohne Schwierigkeiten. Der Größenwahn sowjetischer Diktatoren und ihre maßlose Selbstüberschätzung hatten zu einer Kuriosität geführt. Ein Land, das seine Bürger nicht einmal ausreichend ernähren konnte, verfügte über ein im Grunde kümmerliches Raumfahrtprogramm, das nicht einmal sein eigen war, sondern einerseits auf ehemalige deutsche Pläne und andererseits auf Spionageerfolge bei den Amerikanern zurückzuführen war. Die Hofierung der Sowjets durch die USA hatte jedoch zu Zeiten des Kalten Krieges durchaus seine politische Berechtigung. Von den Anfängen der Raketentechnik in Deutschland der 20er Jahre durch Männer wie Valier und die Gebrüder Römer bis zum Start der von Werner von Braun konstruierten mächtigsten Rakete der Welt, der Saturn V, schließt sich der Kreis deutschen Pioniergeistes in der Raumfahrt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges übernahmen die Amerikaner nach einigen Anlaufschwierigkeiten die weltweite Führung in der Erforschung des Weltraums. Weit über die Grenzen des Mondes hinaus stoßen heute Sonden und Raumschiffe in den unerforschten Raum jenseits der Erde vor. Was es uns erbringt, vermag niemand zu sagen. Die ferne Zukunft wird zeigen, wohin der Weg der Menschheit im Universum noch führen wird.